ist die Hexe näher in der Stadt. Oh, ich sah auf jeden Fall eine Frau mit einer Augenklappe und grauen Haaren. Fujin, sie ist also hier. Lass mich einfach ran. Ich werde sie vertreiben. Ist Sifa auch hier? Tja, mal sehen. So, jetzt kommen jetzt alle Halligste nämlich in Xels Zimmer. Hey Squall, das ist mein Zimmer, nicht reingehen. Es ist heilig. Hm, schon gut. Stimmt, man kommt doch noch nicht rein. Man kommt erst rein, nachdem man gesehen hat, dass das Hotel zu ist. Xel mag keine Gäste, aber wenn einem nichts anderes übrig bleibt, da das Hotel wie gesagt zu ist, dann muss man ja wohl bei ihm nächtigen. Der Kommandeur hat uns befohlen, niemanden durchzulassen. Nein, nein. Was ist? Eine Information über Elione? Hm, was mache ich jetzt? Schon wieder ein Gerücht? Wenn ich wieder etwas falsch mache, wird mein Sold gekürzt. Das Problem ist, dass unsere Vorgesetzten je nach Laune unseren Sold bestimmen. Wir haben leider nicht das Recht, unsere Vorgesetzten auszuwählen. Hey, wir haben nützliche Informationen. Führt uns zu einem Kommandeur. Irgendwie sind sie verdächtig. Das denke ich auch. Irgendwas stimmt da nicht. Fragt dann unseren Truppenführer. Er ist auf Patrouille. So, das schon wieder. Jetzt müssen wir den Truppenführer finden. Und mit ihm die ganze Sache besprechen. Und das ist so ein kleines Rätsel hier quasi. Indem man hier mit ein paar Leuten reden muss. Ich habe auf dich gewartet. Räche bitte, mein Meister. Die Galbadianer haben ihm seinen Arm gebrochen. Dabei hat er nur gefragt, was jetzt aus Balam wird. Wenn ich bloß stärker wäre. Er hat auf mich gewartet. Ich soll seinen Meister rächen. Wer zur Hölle denkt er, wer wir sind? So, ich weiß, hier konnte man irgendwie reingehen oder langgehen. Genau. Kann ich Ihnen helfen? Wer bist du? Nicht so laut, okay? Ich habe eine Art zu verkaufen. Ich wollte nur eins sagen. Falls ihr etwas über Elione wisst, erzählt es mir bitte zuerst. Im Gegensatz zu den Galbadianern werde ich euch auch dafür bezahlen. Weißt du nicht, wo der Truppenführer zurzeit ist? Wir müssen ihn finden, um mit dem Kommandeur zu reden. Der Truppenführer. Es kommt darauf an, was ihr dafür zahlt. Ich habe zurzeit drei Informationen. So, keine von beiden. Ja, alle drei. Keine von beiden. Gott, seid ihr geizig. Ihr hättet diese Infos kaufen sollen. So, das war's also. Hier war irgend so ein Typ, den man nicht sehen kann. Wo ich auch nicht mehr rauskomme. Hallo. Ich will raus hier. Ah. Kacke, ich komme nicht mehr lang. Hilfe. Ich sehe meine Füße da unten, aber wo geht's lang? Drückt die ganze Zeit nach rechts, wo ich herkomme. Aber ich habe mich wohl zwischen diesem Informanten und dem Auto verhakt und komme nicht mehr raus. Ah! Ich glaub's nicht. Muss ich doch irgendwie wieder rauskommen. Dass in diesem Spiel auch kein Rücksetzbutton vorgesehen war. Na, ja, oh! Ich dachte schon, ich habe mich da, also mir war klar, dass ich mich nicht komplett verhakt haben kann, aber hui, 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 hui. Echt eine böse Ecke dahin. Merkt euch das. So, da unten ist ein Warp-Punkt. Den würde man sonst nicht sehen, den sehe ich, bloß, weil ich jetzt Dings anhabe, Windschuhroute, glaube ich. Lass mich überlegen. Das kann auch falsch sein. Schauen wir mal. So, hier ist auf jeden Fall ein Hündchen. Das wird noch sehr wichtig. Ich soll mit diesem Suchhund Elione finden. Aber wie soll er sie finden, wenn er keinen Geruch, wenn er den Geruch nicht kennt? Das kann niemals klappen. Was hier? Ich suche den ganzen Tag nach etwas, was Elione gehört, was nach Elione riecht.
Ja, so viel geil war der Soldaten, da muss ich mir echt was überlegen langsam mit der Synchro. Können nicht alle gleich sprechen. Aber wie soll so schon so ein normaler Soldat sprechen können? Also, was soll der sagen? In welchem Tonfall? Den Kommandeur? Nein, suchen den Truppenführer. Ich glaube nicht, dass ich solche Bonzen gesehen habe. Hast du jemals den Namen Elione gehört? Nein. Die Gabellaner suchen ein Mädchen namens Elione. Ich habe keinerlei, ich habe eine kleine Information. Soll ich dann lieber mal ja sagen? Aber ich wollte jetzt nicht direkt alles verplappern, was wir haben. Achso, nee. Ich habe eine kleine Information. Doch, hat er. Aber er will sie uns nicht geben. Na sowas. Gucken wir uns erstmal weiter um. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich jetzt hin muss. Wieder zu Frau Dinch zurück. Nee, war doch noch falsch. Ah, das Hotel wurde besetzt. Wenn es nicht anders geht, wir gehen in mein Zimmer. Ich habe euch aber nicht wirklich eingeladen, okay? So, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Das ist das Zimmer von Xell. Well, das Zimmer eines Jungen interessiert mich herzlich wenig. Wow, warte mal! Was sehe ich denn da? Waffen! Wo hast du denn die kultige Pistole her, Mann? Sie gehörte meinem Großvater. Fass sie ja nicht mit bloßen Händen an. Well, Wahnsinn, großartig, ein Prachtstück. Kann ich das nicht mal ganz kurz anfassen, bitte? Nur wenn du vorsichtig damit umgehst. Well, na klar. Ah, was machst du denn da? Ich wusste es. So, das war auch die kurze Szene, die ich euch zeigen wollte. Wir können hier die ganze Zeit mit Squall gegen den Sandsack boxen. Dann steigert sich irgendwann seine Stärke. Habe ich mir gerade so ausgedacht, aber wäre doch ein schöner Nebeneffekt. Aber glaube ich nicht. Hier ist das Hoverboard. Das habe ich die ganze Zeit immer die ersten Playthroughs für ein Sarkophag gehalten. Der sieht von der Seite sehr, sehr seltsam aus. Kann man hier eigentlich auch noch gegen boxen? Glaube nicht. Nee. Aber es ist auf jeden Fall das Hoverboard. Jetzt ruhen sich alle drei Männer in einem Bettchen aus. Und ich speichere erstmal ab, falls ich mich wieder irgendwo verhake, bei irgendwelchen geheimen Informanten. Speichere hier drüber, das passt. So. Ja, dann kann ich hier wieder anknüpfen. So, jetzt suchen wir erstmal. Oh, ziehen wir erstmal Blitz nochmal neu. Warum nicht? Nochmal ein Xell. Und ich glaube, jetzt gehen wir erstmal wieder zum Hafen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass beim Hafen der Quest quasi beginnt. Dass ich diesen Kommandanten oder Kontrolleur oder ich weiß nicht, der eine war der Kommandant, der andere war der Truppenführer, genau, den Truppenführer. Dass ich die hier irgendwie finde. Achso, er hat auf mich gewartet. Stimmt, das hatten wir schon. Ich glaube nämlich, hier muss jetzt irgendjemand sagen, der Truppenführer, ja, da war hier. Aber er hat gerade geangelt und hat einen Riesenfisch gefangen. Ah, ihr solltet froh sein, dass wir die Stadt nicht angezündet haben. Wenn ihr der will, kann sie die Stadt im Nu auslöschen, wa? Hier, wir sind die ganz Bösen, sind wir. So, die hatten wir aber auch schon. Vielleicht sagt er jetzt was Neues. Ah ja, genau das meine ich. Unser Truppenführer hat gerade hier geangelt. Er war glücklich, dass er einen Fisch fangen konnte. Er meinte, dass er ihn sofort essen will. So, dann schnappen wir uns den Hund. Den Hund, le Hund. Ah, Elione, bla bla bla. Dann brauchen wir den Hund gleich erst.